Willkommen bei unserem Außerferner Wochenblick, diesmal mit folgenden Themen: Übergabe des Franziskanerklosters, eine Ehre geht zu Ende und E-Paper an Haltestellen. Die Diözese Innsbruck hat das ehemalige Franziskanerkloster im Rahmen einer feierlichen gemeinsamen Messe am letzten Sonntag offiziell übernommen. Aus dem ehemaligen Franziskanerkloster wird ein Haus der Kirche. In der Pfarrkirche St. Anna zelebrierten Bischof Hermann Klettler, Franziskanerprovinzial Fritz Wenigwieser und Dekan Franz Neuner gemeinsam den Festgottesdienst, an dem auch die politischen VertreterInnen der Marktgemeinde Reutte teilnahmen. Es ist von großer Bedeutung, dass das Kloster in der Mitte vom Bezirkshauptort Reutte auch in Zukunft ein Ort der Begegnung und ein spirituelles Zentrum bleibt, betont Bischof Hermann Klettler. Darin ist er sich mit Dekan Neuner und Provinzial Wenigwieser einig. Der gemeinsame Gottesdienst ist auch als Neuanfang zu sehen. Ich freue mich, dass das Kloster weiter eine kirchliche Nutzung findet, betont Provinzial Wenigwieser. Besonders wichtig ist die geistliche Qualität des Ortes. Sie wird aufrechterhalten durch eine Kapelle, in der regelmäßig Zeiten des Gebets angeboten werden, erklärt Bischof Hermann Klettler. Neben einer Servicestelle für die Diözese und den schon jetzt pfarrlich genutzten Räumen soll auch die Caritas mit einer regionalen Sozialberatung, sozialpädagogischer Familienhilfe und einem Lerncafé für Kinder und Jugendliche Platz finden. Letzte Details zum Nutzungskonzept werden gerade erarbeitet, erklärt Diözesanökonom Reinhard Kirchmeier. Dazu zählt unter anderem, ob die ehemaligen Wohnräume der Franziskaner geeignet sind, aus der Ukraine Vertriebene zu beherbergen. Mittelfristig ist es ein Wunsch aller Beteiligten, wieder eine kleine religiöse Gemeinschaft im Haus unterzubringen. Jetzt können wir unter neuen Rahmenbedingungen und mit erfrischenden Impulsen das pfarrliche Leben konkret weitergestalten, freut sich Dekan Franz Neuner, der als Pfarrer gemeinsam mit Pfarrkurator Gerhard Kuss für die Leitung der Pfarre verantwortlich ist. Für das ehemalige Kloster und den Garten, den die Gemeinde zum größten Teil erworben hat, soll die weitere Vorgehensweise gut abgestimmt werden. Das unterstreichen Gemeinde, Pfarre und Diözese. Nun ist es Zeit, nach vorne zu blicken und an einem gemeinsamen Konzept zu arbeiten, freut sich Bürgermeister Günter Salchner, dass Bewegung in die Angelegenheit gekommen ist. Eine Ära geht zu Ende. Nach 40 Jahren EWR-Zugehörigkeit ging der Weg von Michael Holt bei den Elektrizitätswerken Reutte am 31. März zu Ende. Seit 1. April folgt ihm offiziell Richard Alber als kaufmännischer Vorstand nach. Er wird in Zukunft mit Christoph Hilz die Geschicke der EWR AG leiten. Nach über 40 Jahren Zugehörigkeit geht mit dem Ausscheiden von EWR-Vorstand Michael Holt eine Ära in der Firmengeschichte zu Ende. Holt startete 1982 seine Karriere als kaufmännischer Angestellter in der Buchhaltung. Sein erstes Großprojekt zu dieser Zeit war die Einführung der EDV in den kaufmännischen Abteilungen. 1994 wurde Michael Holt als Leiter der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen das Vertrauen ausgesprochen. Nach zahlreichen erfolgreichen Jahren wurde er 2001 Geschäftsführer der deutschen Gastochter EAO und ab 2014 wechselte Holt direkt an die Unternehmensspitze und wurde kaufmännischer Vorstand der Reutte Holding AG bzw. der Elektrizitätswerke Reutte AG, gemeinsam mit Vorstandskollegen Christoph Hilz und dem verstorbenen Klaus Schmitzer. Die Jahre an der Firmenspitze waren geprägt von vielen Veränderungen, Umstrukturierungen sowie Firmenbeteiligungen, wie in der Telenet Systems, der Ortswärme Tannheim, der Stocker Technik oder einem Gastronomiebedarf Wex. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedete sich Michael Holt im Beisein seiner langjährigen EWR-Kolleginnen offiziell vom EWR. Richard Alber folgt damit als kaufmännischer Vorstand der EWR AG nach und leitet nun gemeinsam mit Christoph Hilz die Konzerngruppe. Flächendeckend E-Paper an Haltestellen im Tannheimer Tal. Im Tannheimer Tal hat der klassische Fahrplan auf Papier an Haltestellen ausgedient. In den letzten Wochen wurden an den Haltestellen im Tal bisher 21 E-Paper installiert, die neben Echtzeitdaten und der klassischen Fahrplanauskunft auf Bedarf auch in einen Sehbehindertenmodus schalten können. Dabei werden Kontrast und Schriftgröße angepasst und die elektronische Lautsprecheransage startet. Die Stromversorgung der Geräte funktioniert wahlweise über Landstrom oder Solarsysteme. Derzeit hängen bereits 21 Geräte. Realisiert werden konnte das Projekt durch die enge Zusammenarbeit des VVT mit den Gemeinden im Tannheimer Tal. Die zwei größten Monitore mit 32 Zoll
hängen an der Haltestelle Reutte Bahnhof und Dannheim Kreisverkehr und zeigen die aktuellen Abfahrten in Echtzeit. Die restlichen E-Paper mit einer Größe von 13 Zoll sind über das gesamte Tal verteilt. Sie stellen auf der Startseite den klassischen Abfahrtsmonitor mit den nächsten Abfahrten in Echtzeit dar. Neben der Echtzeitdarstellung ist es auch möglich, im Bedarfsfall aktuelle Verkehrsinformationen direkt an der Haltestelle anzuzeigen. Die E-Paper verfügen außerdem über zwei Pfeiltasten, mit denen man zu den verschiedenen Aushängefahrplänen der einzelnen Linien klicken kann. Bei Tastendruck eines Pfeils für 3 Sekunden wechselt das E-Paper in den Sehbehindertenmodus. Mit den E-Paper-Monitoren ergibt sich neben einer echten Erleichterung bei der Benutzung von Öffis für sehbeeinträchtigte und sehbehinderte Personen auch eine Optimierung der Fahrplaninformation im Allgemeinen. Zusätzlich vereinfacht es die Wartung und Aktualisierung der Fahrpläne vor Ort. Dazu Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Philippe: In den vergangenen Jahren haben wir intensiv an der Digitalisierung unseres Ticketsystems und der Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr gearbeitet. Mit den digitalen Infotafeln an den Haltestellen setzen wir diesen Modernisierungsprozess im Tiroler Öffnetz weiter fort und können damit noch aktueller unsere Fahrgäste informieren und erleichtern damit insbesondere Menschen mit Sehbeeinträchtigungen den Zugang. VVD-Geschäftsführer Alexander Juck ergänzt: Mit dem Probebetrieb im Dannheimer Tal möchten wir zeigen, dass es in Zukunft möglich sein kann, dass E-Paper-Anzeiger an den Haltestellen nicht nur zusätzlich angebracht werden, sondern auf lange Frist die Aushänge in Papierform ersetzen können. Das funktioniert in Echtzeit, erleichtert die Nutzung von Öffis auch für Personen mit Sehbehinderung und schont die Umwelt. Zwei Vorzeigeprojekte im BKH Reutte feiern einjähriges Jubiläum. Mit zusätzlichen Maßnahmen arbeitet das BKH Reutte laufend daran, die zielgruppenorientierte wohnortnahe Versorgung von PatientInnen im Außerfern noch weiter zu verbessern. Im vergangenen Jahr wurden dafür gleich zwei neue Angebote etabliert: die Station für Akutgeriatrie und Remobilisation sowie die onkologische Tagesklinik. Beide gelten schon nach dem ersten Jahr als echte Erfolgsgeschichten. Sowohl die Akutgeriatrie und Remobilisation als auch die onkologische Tagesklinik werden als Stationen auf der Abteilung für Innere Medizin im BKH Reutte geführt. Deren Leiter, Primar Dr. Patrick Leudl, resümiert nach dem ersten Jahr des Bestehens: Unsere geriatrischen und onkologischen Patientinnen und Patienten, aber häufig auch ihre Angehörigen, profitieren sehr nachhaltig von beiden Angeboten. Durch die verbesserte und intensivierte Betreuung stehen sie mit ihren Bedürfnissen und Wünschen noch stärker im Mittelpunkt. Und sie erhalten in Wohnortnähe maßgeschneidert jene Unterstützung, die sie benötigen. Auch der ärztliche Direktor, Primar Eugen Ladner, betont: Die vielen positiven Rückmeldungen von Patientinnen und Patienten zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und die ständige Evaluierung gibt uns die Möglichkeit, immer weiter zu optimieren. Der Verein Lechweg feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass lädt der Verein zum längsten Lechweg-Tag des Jahres am 18. Juni ein. Erwandert werden in allen 5 Regionen jeweils eine Etappe von ca. 1,5 Stunden und es wird dann mit dem Shuttle zur nächsten Etappe weitergefahren, bis zum gemeinsamen Ziel beim Lechfall in Füssen. Interessierte können sich ab 5. Mai auf der Homepage des Vereins Lechweg anmelden. Tragisches Ende einer Skitour: Ein 53-jähriger Mann aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen verunglückte am Sonntag auf der Steinkarspitze in den Lechtaler Alpen tödlich. Gegen 20.45 Uhr meldete sich der Vater des Mannes bei der Polizei, weil sein Sohn von der Skitour, zu der er am Vormittag aufgebrochen war, nicht mehr zurückgekehrt ist. Aufgrund der schlechten Witterung war ein Einsatz des Hubschraubers nicht mehr möglich, weshalb die Mitglieder der Bergrettung in Bärwang und Namlos zu Fuß aufsteigen mussten. Erst kurz nach Mitternacht entdeckten die Retter den leblosen Körper des Gesuchten im Gipfelbereich der Steinkarspitze. Er konnte nicht mehr gerettet werden. Vorsätzliche Gemeingefährdung in Musau: Am 27. März zwischen 21.13 Uhr und 21.43 Uhr warf ein vorerst unbekannter Täter im Bereich des Bahnhofes Musau mehrere Betonsockel eines Baustellenzaunes auf die Bahngleise. Weiters ragte ein Baustellenzaunelement in den Gleisbereich und im Bahnhofsgelände konnten mehrere Sachbeschädigungen festgestellt werden. Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Reutte konnte nun ein 18-jähriger Österreicher ausgemittelt werden, der zu den angeführten Taten geständig ist. Ebenfalls ist der 18-jährige geständig, seit dem Sommer 2021 im Ortsgebiet von Musau
im Bereich des Gemeindeamtes unter Zuhilfenahme von pyrotechnischen Gegenständen mehrere Sachbeschädigungen begangen zu haben. Der Mann wird angezeigt. Forstunfall in Ehrwald. Am Dienstag gegen 12 Uhr waren Forstarbeiter im Gemeindegebiet von Ehrwald in einem steilen Waldgebiet mit Forstarbeiten beschäftigt, als ein Forstaufseher von einem an einer Forstseilbahn befindlichen Baum am linken Unterschenkel getroffen wurde. Dabei zog sich der 25-jährige Österreicher schwere Unterschenkelverletzungen zu. Die anwesenden Forstarbeiter setzten den Notruf ab und der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber RK2 vom Unfallort gebogen und in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. Sport. Schneefall sorgte für Spielabsagen. Aufgrund des Wintereinbruchs am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Spielabsagen im Tiroler Fußball. Betroffen waren alle außer ferner Vereine. Nicht stattfinden konnten die Partien Reutte gegen Schönwies Mils sowie Absam gegen Vils in der Landesliga. Ebenso wenig gespielt wurde das Bezirksliga-Duell Lechtal gegen Imst. Und auch in den ersten und zweiten Klassen waren die Spiele Lechaschow gegen Ried, Sellrheintal gegen Tiroler Zugspitze sowie Vils 1b gegen Landeck 1b von den Spielabsagen betroffen.